Mit dem Tevo Michelangelo habe ich einen weiteren 3D-Drucker von meinem Sponsor Gearbest erhalten. Mit einem Druckvolumen von 15×15×15 cm handelt es sich um ein sehr kompaktes Gerät. Die Elektronik inklusive Netzteil ist in dem Metallgehäuse im unteren Teil des Druckers untergebracht. Bezüglich der Verarbeitung hinterlässt der Michelangelo einen sehr guten Eindruck, wofür auch das Gewicht von über 6 kg spricht. Das Gerät kommt fertig montiert aus der Verpackung, lediglich die 4 Gummifüße müssen angeschraubt und der Plastikknopf des Drehschalters aufgesteckt werden. Alle Achsen werden von Plastikrollen längs der Aluminiumprofile geführt. Der Anpressdruck der Rollen kann dabei über Exzentermuttern justiert werden, was ab Werk schon gut gemacht wurde. Etwas Schmiermittel reduziert die Reibung der Plastikrollen, die sich im Betrieb als sehr zuverlässige und spielfreie Führung erwiesen haben. Ebenfalls mit einer guten Spannung versehen sind die Riemen der X- und Y-Achse, die bei Bedarf leicht nachgespannt werden können, indem die Umlenkrolle der X-Achse bzw. der Schrittmotor der Y-Achse verschoben wird. Die Z-Achse wird über einen Spindelantrieb bewegt, der ebenfalls schön leichtgängig ist, hier quietscht nichts. Die Endschalter der Achsen arbeiten kontaktlos, ein Qualitätsmerkmal, das ich in dieser Preisklasse noch nicht gesehen habe. Der Extrudermotor besitzt eine Getriebeuntersetzung, wodurch das Filament besonders kraftvoll über den Teflonschlauch hin zum Druckkopf geschoben wird. An dem Druckkopf arbeitet ein Lüfter zur Kühlung der Filamentzufuhr und gleich zwei Lüfter können bei Bedarf geschaltet werden, um das Druckobjekt von zwei Seiten zu kühlen, auch das sucht man in dieser Preisklasse meist vergebens. Druckdaten werden per SD-Karte eingelesen, dem Gerät liegt eine Speicherkarte mit 512 MB bei, SDHC-Karten mit mehr Speicherplatz werden von dem Gerät aber auch erkannt. Vor dem ersten Einschalten habe ich das Druckbett auf eine niedrige Position gebracht, die kleinen Rändelmuttern sind etwas fummelig zu bedienen. Wird der Netzschalter an der Gehäuserückseite betätigt, so erscheint der Infoscreen, zu hören ist fast nichts, der Michelangelo ist extrem leise. Über den Drehschalter können alle Achsen zu den Endschaltern gefahren werden. Zum Justieren des Druckbetts kann der Druckkopf über das Menü automatisch zu den Eckpunkten gefahren werden. Das Druckbett wird wie üblich in mehreren Schritten angehoben, bis im letzten Durchgang ein Blatt Papier nur noch leicht klemmend zwischen Düse und Druckbett hindurchgeschoben werden kann. Zum Einführen des Filaments muss das Hotend vorgeheizt werden. Ist die Zieltemperatur erreicht, kann am Extrudermotor ein kleiner Hebel gedrückt und dann das Filament eingefädelt werden, bis ein Strang Kunststoff an der Düse austritt. Das Druckbett des Michelangelo ist nicht beheizbar, für gute Haftung der Drucker auf der kunststoffbeschichteten Platte verwende ich daher etwas Kleber. Dem Drucker liegt kein Filament bei und auch einen Filamenthalter sucht man vergebens. Mein erster Druckauftrag besteht daher aus einem selbst konstruierten Filamenthalter für den Michelangelo. Mit einer Höhe von 15 cm reizt der Druck die Kantenlänge des Druckbetts voll aus. Die inneren Strukturen werden mit 60 mm pro Sekunde gedruckt, die Kanten mit 40 mm pro Sekunde. Die Schichtstärke ist auf 0,2 mm gesetzt, das Material ist PLA. Auch während des Drucks ist der Michelangelo angenehm leise. Nach fast 10 Stunden ist der Druckauftrag abgearbeitet. Die Oberflächen sind ohne Lücken, die Kanten schön gerade.
Mit etwas Kraftaufwand lässt sich das Objekt ablösen. Festgeschraubt wird der Filamenthalter auf dem Aluprofil der Z-Achse, somit bleibt die kleine Grundfläche des Michelangelo erhalten und das Gerät lässt sich nach wie vor mit einer Hand transportieren. Damit die filigranen Strukturen des nächsten Drucks gut auf dem Druckbett haften, habe ich Geschwindigkeit und Beschleunigung für die erste Lage auf sehr niedrige Werte von nur 15 mm pro Sekunde bzw. 30 mm pro Sekunde Quadrat eingestellt. Alle folgenden Lagen werden deutlich schneller gedruckt. Es handelt sich um nur 35x30x15 mm große Kettenglieder für ein neues Roboterfahrzeug. Pro Auftrag können bis zu 9 Kettenglieder mit dem Michelangelo angefertigt werden. Auch hier ist die Schichtstärke auf 0,2 mm gesetzt, ein guter Wert für die meisten Druckaufträge. Nach etwas mehr als 6 Stunden ist dieser Auftrag abgearbeitet. Um den Ausschuss klein zu halten, habe ich die optimalen Parameter beim Druck eines einzelnen Kettengliedes ermittelt. Mit dem richtigen Wert für Retract werden in der runden Öffnung keine Fäden gesponnen und gute Kühlung sorgt für saubere Überhänge. Die Glieder lassen sich ohne Nacharbeiten leicht zu einer Kette zusammenfügen und die Beweglichkeit um die Drehachsen ist gut. Nächstes Bauteil des Roboters ist ein Antriebsrad mit einem Durchmesser von 8,4 cm. Das Rad besteht aus einem Zehneck mit Ausschnitten für die Stege der Kettenglieder. Um Gewicht einzusparen, ist der Füllgrad auf 15% gesetzt mit Honigwaben als Füllmuster. Dieser Auftrag ist nach etwa 6 Stunden beendet. Letztes Bauteil für dieses Testvideo ist das Gehäuse des Roboters, für das ich orangefarbenes PLA verwende. Dieses Roboterfahrzeug ähnelt meinem Rover R10, dessen Prototyp ich in einem vorangegangenen Video vorgestellt habe. Kein Drucker ist zu klein für ein Projekt, wenn man das 3D-Design der Bauteile beherrscht. Was zu groß für einen Auftrag ist, wird am Computer zerschnitten und in Teilaufträgen gedruckt. Das hier zu sehende Vorderteil des Gehäuses besitzt eine Grundfläche von 9,4 x 11 cm. Die Gesamthöhe des Bauteils beträgt 5,5 cm. Der Druckauftrag ist nach etwa 8,5 Stunden abgearbeitet, mit einem Spachtel lässt sich das Bauteil vom Druckbett lösen. Die Druckqualität des Tevo Michelangelo ist gut, ich bin von den Ergebnissen sehr angetan. An den Oberflächen sind keine Lücken zu erkennen, alle Teile passen gut zusammen und darauf kommt es beim Prototyping schließlich an. Wer sich ein eigenes Bild von der Druckqualität machen möchte, findet auf meinen Seiten Fotos der in diesem Video angefertigten Drucke in hoher Auflösung. Dort werde ich auch Fotos aller weiteren Teile veröffentlichen, die für den Bau des Roboters benötigt werden. Der Tevo Michelangelo ist ein kompakter Drucker mit einer robusten Mechanik zu einem sehr günstigen Preis, ich kann das Gerät rundum empfehlen. Zwar fehlt ein beheiztes Druckbett, aber wie gezeigt ist das für den Druck von PLA nicht nötig, dieser Kunststoff haftet ausreichend gut auf dem Druckbett. PLA ist relativ unproblematisch zu drucken, verbreitet beim Druck keine üblen Gerüche und ist daher für gängige Anwendungen die beste Wahl. Mit der kleinen Standfläche nimmt der Drucker nicht viel Platz auf eurem Schreibtisch ein und ist bei Bedarf schnell aufgestellt, auch weil das Netzteil im Metallgehäuse des Gerätes untergebracht ist. Wer einen Drucker zum Mitnehmen sucht, um den 3D-Druck einem größeren Publikum vorzustellen, wird die robuste Bauweise besonders schätzen. Für Anfänger oder als Zweitgerät für den Schreibtisch ist der Michelangelo sehr gut geeignet. Da auf einen bunten Touchscreen oder WLAN-Spielereien verzichtet wurde, können mit dem Drucker auch Firmware-Experimente gestartet werden. In der beiliegenden Anleitung ist beschrieben, wie man alternative Firmware auf das Board übertragen kann, das finde ich besonders gut. Mehr zum Drucker gibt's wie immer auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!